Und willkommen zurück bei Diablo Nummer 2 im wunderschönen Harrogard, wo es ja so ganz gemächlich schneit. Und wir haben erstmal einen ganz wichtigen Einkauf zu erledigen. Hallo Maler. Hallo. Ja, hallo. Wir müssen erstmal so einen Foyanten wieder kaufen, weil den hatte ich irgendwie verkauft. Das war nicht so toll. Da packe ich gleich mal ein bisschen was rein. So, sieht ja schon besser aus. Das Questlogbuch sagt, dass wir dann Sockelfassung hinzufügen können und wir müssen aber erstmal die Soldaten im Eishochland finden. Was willst du denn noch? Ja, meine Sorge gilt den Männern, die auf dem Schlachtfeld von Baals Dämonen gefangen genommen wurden. Ich will nicht einmal daran denken, was aus ihnen geworden ist. Wenn ihr euch den Berg hinaufarbeitet, haltet nach meinen Soldaten Ausschau und bringt sie mir zurück, wenn ihr könnt. Ja, das war eine relativ kurze Ansage, aber er hat uns doch mal die Quest erklärt, die wir gerade sowieso aktiv haben. Wir sollen die Gefangenen befreien. Auch nicht schlecht. So, wir brauchen noch einen Wolf, wir brauchen noch ein paar Raben. So, wir brauchen diesen Wegpunkt, wir brauchen das Eishochland und wir brauchen den Weg nach unten. Weil dort ließen wir in der letzten Folge noch einiges liegen an Krimskrams, das ich auch gerne mit eingesammelt hätte. Damit der liebe Schenk nicht umsonst gestorben ist. So, was haben wir denn hier? Den Poignard. Poignard, wie auch immer man das ausspricht, keine Ahnung. Heiltränke nehme ich auch mal mit. Gold nehme ich mal mit. Gold nehme ich mit, habe ich gesagt. Auch wenn du nicht willst. Ich bin Kommerz. Nimm's Gold mit. So, Gold. Gold. Den Heiltrank. Die Leute hier nehmen auch mal nur kurz mit. Nimm. Stimmst doch zu. Den Katapult machen wir kurz kaputt. Das ist wieder so eine Mission, hoppala, die gar keine Auswirkungen gehabt hatte. Also, dass wir Schenk umgebracht haben, weil die Katapulte werden nach wie vor auftauchen und nach wie vor werden die auch mit Kugeln schmeißen. Es hat sich also im Großen und Ganzen gar nichts verändert. Naja. So. Das waren noch die letzten Gegner, die wir so auftreiben konnten. Aber wir begeben uns aus dem blutigen Vorgebirge hoch in das Eishochland. Und werden dort Soldaten befreien. Aber erstmal kommt hier ein Bossgegner. So ein kleiner Popel-Bossgegner, der immer ganz nett ist. Wie heißt du denn? Ach genau, Eldritch der Richter. Ich habe keine Ahnung, warum das so heißt, aber ist auch völlig egal, weil er ist schon tot. Die spucken ziemlich viel gelbe Gegenstände aus. So. Diese komischen Dämonenleute haben wir ja schon in der letzten Folge kennengelernt. Und die können eine Support-Einheit benutzen, diese Zerquetscher. Diese Zerquetscher können natürlich auch alleine angreifen, aber die können sich da oben drauf beamen oder teleportieren und dann von oben runter so eine Art Flammenwerfer machen. Gut, hätte ich jetzt auch erklärt. Die heißen hier nämlich, wie hießen die? Eiskobolde? Nee. Wo ist noch so einer? Hallo. Die heißen Dämonenhalunke. Ah ja. Also manchmal glaube ich, dass bei der Übersetzung von Englisch ins Deutsche auch einiges anders geworden ist. Aber naja, soll jetzt nicht unsere Sorge sein. Also die Feuerbälle, mit denen die schmeißen, sind auch nur irgendwie für 2,50 die 10er-Packung oder so. Die sind nicht wirklich toll. Aber soll mir nur recht sein, je weniger Schaden sie uns machen, desto gemütlicher wird das hier. Aber hier ist ein Schrein der Waffen. Nehmen wir mit. So, und hier ist eine Mauer. Da kann ich auch gleich mal neue Dinge zeigen. Dachte ich zumindest. Hallo, Mauer. Genau, wir haben natürlich Türen. Die ist verbarrikadiert. Das heißt, es ist ein Hindernis, das wir kaputt machen können. Da können wir durch. So, dann gibt es hier natürlich auch Katapulte in der Gegend. Warum auch nicht? Zack. So, gibt es hier weitere Türen, die können wir alle kaputt machen. Das sind kein großes Hindernis für uns. Ich muss mal gucken, wie ist denn die Karte eigentlich aufgebaut? Ach so, in der Richtung. Ach ja, und für alle, die es noch nicht so richtig mitbekommen haben, wir prügeln uns hier gerade am Berg Ariad rum.
den heiligen Berg des Barbarenvolkes, sage ich jetzt mal. Auf dessen Spitze sich das ein oder andere Besondere befindet. Aber zur Spitze des Berges kommen wir sowieso noch. Weil, warum sollte denn ein Berg da sein, wenn wir nicht auf seine Spitze steigen könnten? Schreiende Fertigkeit nehme ich gerne mal mit. Da machen wir hier ein bisschen mehr Bums. Ach, das sind Dämonen-Kobolde. Ah ja. Also wie üblich gibt es wieder verschiedene Gegner in verschiedenen Farben mit verschiedenen Namen. Also das Gelbe sind Dämonen-Kobolde und das Blaue sind Dämonen-Halunken. Aber wen interessiert's? Wir machen sie sowieso alle platt. Ah ja. So, jetzt kann ich was Neues zeigen. Das sind verbarrikadierte Türme. Da können sich die Leute auch hoch teleportieren. Und von oben halt ihren komischen Feuerzauber runter machen. Aber wenn dieser Sturm zerstört werden sollte, dann stirbt auch das Viech, was gerade oben drauf sitzt. So, hier ist noch eine Tür. Die machen wir auch gerade mal kaputt. Oder unser Wolf macht das. Sehr schön. Und dahinter ist wieder ein weiterer Zerquetscher. Na komm. Ach, jetzt wird es mir zu langweilig. Hallo. So, Raben, 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 Raben. Die machen unsere Wölfe ziemlich kaputt, habe ich das Gefühl. Dabei haben die 313 Leben, muss man sich mal vorstellen. Naja. Ach so, und diese Dämonen haben natürlich auch Spawnpunkte, das ist diese Hütte des bösen Dämons, aus denen die halt immer wieder rauskommen. Das ist nur ein Champion. Na komm, mach's kaputt. Waren wir hier schon? Nö, waren wir noch nicht. Also die Karte ist ja auch relativ hilfreich, weil die sagt einen, wo so Katapulte stehen könnten, wo die Soldaten gefangen sein könnten. Also allgemein interessante Informationen hat die Karte hier zu bieten. Aber ich will die ja nicht die ganze Zeit offen lassen, weil das doof aussieht, deswegen mach sie auch wieder zu. So, die Dämonenhalunken. Nehmen wir auch gleich mal hopp. Und gehen wir ein bisschen weiter. Also das ist ja so eine besondere Truhe, die steht einfach mal in der Gegend rum, kann man öffnen. Ja. Ich bin überladen. Warum denn? Ja, weil du wieder so irgendwelchen Mist rumsortierst, du Eumel. So, mach erstmal das hier. Abzeichen der Grausamkeit. Uiuiui. Dann kannst du den Kompositbogen noch auch einstecken und dann ist das gut. Oh, ein Stufenaufstieg. Hat man lange nicht mehr. Ich hätte gerne meine Ruhe, danke. So, Stärke, Geschicklichkeit, Vitalität und Energie. Ja, ich müsste eigentlich alles steigern, aber ich nehme mal an der Stelle Energie. So. Neue Fertigkeit haben wir auch am Start. Wir sind Level 28, glaube ich jetzt. Gestaltwandel mache ich nichts. Vulkan mache ich nicht weiter. Also kommt hier irgendwas drauf. Und ich würde mal sagen, der Geist hier. Den finde ich immer ganz praktisch. Das nächste Mal mache ich Wölfe dann wieder. Also wir haben eigentlich, einiges, was wir skillen können. Mal gucken. Wir haben hier noch ein paar Level vor uns. So, Schädel und Felsen. Alle weg. Ich glaube, wir nähern uns den ersten gefangenen Soldaten. Die dürften nämlich, glaube ich, da oben drin stecken in so einer Art Gehege. Ich meine, es ziemt sich zwar nicht für Soldaten in Gehege festzustecken, aber ich glaube, sie konnten es in dem Moment nicht verhindern. Hat die nochmal kaputt. Achso, und diese Türme, also diese Gebäude, sind im Allgemeinen immun gegen Gift. Ich meine, ist ja auch halbwegs vernünftig, weil warum sollte ein Steinturm durch Gift kaputt gehen? Ich meine, es gab zwar auch schon Spiele, da sind Gebäude in Flammen aufgegangen, wenn man mit einer Keule drauf gehauen hat, aber egal. Wer sind Sie denn? Schafzahnschlechter! Da
das ist sowas wie der große Bruder von Shake den Aufseher. Aber auch den werden wir klein kriegen. Kann ja doch durch Wände zaubern, oder? Genau. Also wo die Wand ein bisschen niedriger ist, kann man auch drüber zaubern. Manchmal nicht allzu unpraktisch. So. Hier drinnen sind nämlich die gefangenen Soldaten, aber um die zu befreien, müssen wir erstmal diesen blöden Schafzahn. Ja, ich weiß es doch. Den Schafzahn schlechter kaputt machen. So, damit hätte der sich. Langschwert würde ich natürlich gerne mitnehmen. Tja. Kriegsbeil bringt vermutlich Geld. Point nach. Ach so, ist ein Dolch. Naja, gut, wir befreien erstmal die Soldaten. Mann. Ich hab's vielleicht gesehen, aber ich nicht. Auf jeden Fall. Hat irgendjemand die Soldaten befreit, bevor ich zeigen konnte. Wer war das wieder? Warst du das? Du Hinterlistige. Egal, wenn man es gesehen hat, da hat man gesehen, dass sie halt das Tor niedergerissen hat und dann sind die Soldaten durch ein Portal verschwunden. Na klasse. Das mache ich auch gleich mal. Ach übrigens, nicht, dass ihr denkt, wir wären fertig. Es sind noch 10 Soldaten im Eishochland zu retten. Das heißt noch 2 Gehege, die wir hopp nehmen müssen. Kane, ach, steh doch mal beim Händler rum. Hallo. So, aber ich gehe erstmal ein bisschen Krimskrams verkaufen. Und dann gleich wieder ins Eishochland, um mich mit weiteren Viechern zu messen. Abend. Abend, ja. So, das können wir verkaufen, weil das kann nur der Paladin tragen. Eigentlich schade. Den Bogen brauchen wir nicht. Das Kriegsbeil, na gut, bringt hier so wirklich viel. Räuber der Schatten. Weg damit. Durst des Schreckens. Auch weg damit. Heiltränke brauche ich in der Form keine. Also auch weg. Reparieren tun wir auch alles. Waffen hat er keine für uns. Na, auch Rüstung hat er keine wirklich dollen. Also egal. Ja, geht's wieder zurück. Würde ich mal korpulieren. Habe ich eingezahlt? Nö, ne? Wie viel Geld wir eigentlich haben im Vergleich zu dem Geld, was wir haben könnten. Ach ja, das mit dem Geld ist so eine Geschichte für sich, aber zum Glück in Diablo kein großes Problem. So, jetzt nehme ich mal den seinen komischen Drop mit. Langschwert. Kann das eigentlich sein, dass man, sobald man Drop aufsammelt, dass er zu Loot wird? Ja. Das müsste man so einem Gamer-Almanach geben. Wo aller Scheiß drin steht, den man so als ultimativer Nerd von sich geben kann. Ah ja, hier oben geht's aber ab. Da oben ist gerade, wie man vielleicht gesehen hat, ein Barbar gefallen. Als er sich heldenhaftig gegen diese Horden von Viecher erwehrt hat, aber selbst der fetteste Barbar geht irgendwann drauf. Naja. So, Gold immer gerne gesehen. Noch mehr Gold auch sehr gerne gesehen. So, hier oben ist noch ein zweiter Gehegen-Situationsfall. Aber erstmal muss ich ein bisschen aufräumen. Das geht ja gar nicht. Ja, hört auf zu weinen. So, jetzt ist das Tor nicht kaputt. Da öffnet sich ein Portal. Und die Leute verschwinden dadurch. Wir natürlich nicht. Das ist wieder ganz praktisch. Aber naja. Auf jeden Fall sind es noch 5 Soldaten im Eishochland, die wir retten müssen. So, mal gucken. Also hier waren 2 Gehege nebeneinander. Das heißt, das dritte Gehege befindet sich weiter im Norden. Werden wir uns auch noch irgendwann hinbegeben. Ich will hier runter. Mann. So. Also ich werde das hier auch im 5. Akt genauso wie in allen anderen Akten machen. Ich versuche möglichst viel von der Karte zu zeigen und auch in alle Höhlen und optionalen Gebiete reinzurennen. Und werde es halt möglichst vermeiden, irgendwelche Gebiete zweimal zu durchqueren, weil das wäre langweilig. Wäre zwar gut fürs Leveln, aber wie gesagt, etwas langweilig für den Zuschauer. So, gute Heiltränke nehmen wir gerne mit. Was haben wir hier noch? Nix. Einfach nix haben wir hier. Den Mana-Trank stecke ich mal kurz ein. So, mein Gürtel auch wieder voll. Ein Schrein des Feuers. Nö, habe ich keinen Bock drauf.
Weil der macht uns bekanntlicherweise auch Schaden. So. Aber eigentlich ist er ganz schön, um sich mal daneben zu stellen, um hier das Folgenende zu verkünden. Genau. Weiter geht's dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Hier im gefährlichen Eishochland. Ja, aber bis dahin erstmal tschüssi und auf Wiedersehen.